wer diese coolen Zeitraffer gemacht hat und wer der Mann neben mir ist, darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Und es gibt was zu gewinnen. Also bleibt dran. Bis gleich. Go on now. Chase your dreams. Every scene. Go on now. Be good. Be fine. Live your life. Ja, ich sitze heute hier mit dem Dennis Oswald. Hallo. Stormchaser und Meteorologe, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Wir wollen heute quatschen über Stormchasing und über dein Buch, was du rausgebracht hast. Ja, sehr gerne. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, erklären, was Stormchasing ist. So ganz kurz und knapp. Ganz kurz und knapp. Eigentlich die Jagd nach Gewittern. Na, also man schnappt sich eine Kamera, fährt Gewittern hinterher und versucht, schöne Fotos davon zu machen. So wie andere jetzt vielleicht auf irgendwo hinwandern, um einen schönen Berg zu fotografieren. Ja. Fahren wir mit dem Auto ein Gewitter hinterher und versuchen das halt bestmöglich einzufangen mit der Kamera. Okay, und du sagst gerade schon, nimm Gewitter hinterher, weil ich glaube, die Leute, die das hören, denken vielleicht an Tornados. Auch. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht so primär. Ne? Es geht eher um die Wolkenstrukturen, wenn ich das so... Ich sag mal so, mir persönlich geht es mehr um schöne Wolkenstrukturen, hauptsächlich, weil die kommen auch etwas häufiger vor als Tornados. Wenn ein Tornado dabei ist, nimmt man das natürlich auch gerne mit, aber ich sag mal so... Ich habe schon viele gesehen und die wenigsten davon sind aber schön und fotogen, wie man sich das eigentlich wünscht oder wie man es aus dem Bildband oder aus dem, wie man sich das klassisch vorstellt. Ne? Das sind eigentlich die wenigsten, aber tolle Wolkenstrukturen und die Ästhetik, die Faszination, die Schönheit hinter solchen Wetterphänomenen, das ist eigentlich so das Ziel, das einzufangen. Ja, ja, ich blende mal gerade währenddessen so ein paar Bilder von Dennis ein. Also checkt auf jeden Fall mal seinen Instagram-Kanal aus. Das sind richtig, richtig coole Aufnahmen, also richtig krasse Sachen, die man sonst so als normaler Fotograf oder Landschaftsfotograf gar nicht so sieht. Also ich bin da immer sehr begeistert, was du da so raushaust. Danke, danke. Und du bist immer in den USA so einmal im Jahr, ne? Das genau. Ist so deine Hood, sag ich mal, zum Chasen. Ich sag mal so, ist meine Hood geworden, ja, angefangen. Also ich mache das seit Ende der 90er Jahren hauptsächlich auch in Deutschland. Mehr hier so im Rheinland, wo ich zu Hause bin, da mehr natürlich auch mal ein bisschen übergreifend Benelux-Staaten, auch mal nach Frankreich. Das ist aber eher insgesamt seltener und seit 2008... Da hat es mich das erste Mal dann in die USA verschlagen und seitdem... Boah, schon einiges Zeit her. Genau, krass. Und seitdem habe ich eigentlich nur die Corona-Jahre aussetzen müssen, weil die Grenzen zu waren, aber seitdem eigentlich jedes Jahr da gewesen, ja. Ja, es ist klasse. Was macht es für dich in den USA besonders aus, dass du darüber fährst? Einfach, es gibt auch schwere Gewitter und die auch toll aussehen, gibt es auch in Europa. Natürlich gibt es auch woanders auf der Welt, aber das Zusammenspiel einfach da drüben, das ist trotzdem nochmal gefühlt eine andere Liga an Gewittern da drüben. Es ist sehr dünn besiedelt, Infrastruktur ist trotzdem gut da, man kann sich gut bewegen, man kann eigentlich, überall gibt es ein Hotel, Tankstellennetz ist gut, auch wenn dann halt wenig los ist an Menschen eigentlich, aber man hat den Platz und die Ruhe und einfach die Landschaft ist flach wie ein Brett, man kann die Gewitter gut beobachten. Also da kommen sehr viele von diesen, sag ich mal, herkömmlichen Faktoren wie Straßennetz etc. noch dazu, ist es ein bisschen einfacher. So, dass alles schachbrettartig ist, dass du weißt, okay, du kannst so eine Meile weiterfahren, dann kann man auch nochmal wieder rechts abbiegen, im Normalfall. Normalfall, ne? Ja, aber ne, also alleine dieses flache Land und die Straßen gehen in Himmelsrichtungen Schnur geradeaus. Ja. Es ist von der Navigation her allein schon ein bisschen einfacher. Wenig Verkehr, man kommt den Gewittern besser nah, also schneller nah und besser hinterher. Und auch besser weg wahrscheinlich. Und besser weg auch wieder. Ne? Ja, nicht so wie bei uns, man steht im Stau und so weiter. Ne? Das ist da drüben natürlich eine ganz andere Welt, wenn man es so will. Allein schon bei diesen grundlegenden Sachen. Und das Wetter selber ist dann auch nochmal, wie gesagt, ja nochmal echt eine andere Geschichte. Ich habe das ja mal einmal amateurmäßig mal gemacht vor ein paar Jahren. Da gibt es auch auf meinem Kanal, könnt ihr euch mal angucken, das sind drei Teile. Es ist, glaube ich, ganz lustig. Es ist wirklich auf im Vergleich zu dem, oder im Vergleich zu dem, was Dennis macht, eher auf wirklich Amateurniveau. Aber es war lustig und vor allem genau, was du halt auch sagst. Genau. Du kannst halt wirklich, es ist alles wunderbar dünn besiedelt und du hast halt nicht das Problem, dass du irgendwie auf die A40 fährst und merkst, okay, dieses Gewitter kriege ich nicht mehr, weil Stau. Das Problem hast du eher nicht. Ne? Ja, und man kann eigentlich auch relativ oft auch gefahrlos einfach am Highwayrand anhalten, ohne dass man jetzt Angst haben muss, überfahren zu werden. Ja. Weil da eigentlich auch in der Regel immer genug Platz ist. Das heißt, das Problem hat man auch nicht. Aber entschuldige, dass ich dich eben unterbrochen habe. Aber ich glaube, du warst ja, wie gesagt, du warst ja auch schon mal dafür. Ja, wir waren ja zeitgleich, glaube ich, da. Ich glaube, dieses Gefühl dafür hast du aber damals auch schon gemerkt, dass das
schon eine andere Welt da drüben ist. Ne? Und das macht, finde ich, für mich ist es ja nicht nur das Gewitter da drüben. Mhm. Alleine, wir beide reisen auch generell, auch für Landschaften auch gerne in die USA, du ja auch. Ne? Und allein das Gefühl, auch da drüben unterwegs zu sein, ist schon wieder eine andere Geschichte. Das kommt ja noch dazu. Hier macht man es vielleicht mal neben dem Job, Feierabend. Ja. Und dann macht man das noch schnell. Und da ist man dann auch nur dann dafür da und kann sich der Sache hundertprozentig widmen in der Zeit. Das heißt konkret, wie sieht so ein Chasing-Tag bei dir dann aus? Wenn du so 3-4 Wochen unterwegs bist, wie ist einfach so ein typischer Tag? Einige waren vielleicht schon mal im Urlaub in den USA unterwegs. Also es fängt an in so einem typischen Motel. Mhm. Die sind in Great Plains, du hast es selbst auch erlebt. Nicht immer unbedingt der höchste Standard. Aber haben Charme. Haben Charme, einmal da unterzukommen, eine Runde zu schlafen, kurze Dusche nehmen und weiter, reicht es allemal. Aber meistens fängt das dann da an. Und Wettermodelle werden gecheckt, dann in der Regel, um zu schauen, wo an diesem Tag, der dann startet, wo können wir überhaupt Gewitter finden? Mhm. Wo müssen wir hin? Wo sind die Gewitter überhaupt vielleicht auch fotogen für uns und nicht einfach nur Unwetter und die sehen dann nichts aus? Das spielt auch eine große Rolle natürlich, dass wir dahin die Vorhersage trimmen. Ja, und danach nach so einem fragwürdigen Frühstück in den Hotels, du kennst sie. mach die nicht. Wir versuchen sie auch zu vermeiden. Manchmal geht es leider nicht anders, wenn die Zeit einem im Nacken sitzt. So. Okay. Aber dieses Plastikzeug, das ist auch überhaupt nicht mein Fall. In der Regel versuchen wir uns da auch selbst zu versorgen und vernünftig zu versorgen. Aber manchmal ist die Zeit halt knapp und dann geht es nicht anders. Jedenfalls dann manchmal viele, viele Stunden fahren. Mhm. Unterwegs beobachten wir immer wieder das aktuelle Wettergeschehen, um zu gucken, ob unsere Prognose noch haltbar ist auf dem Weg in unser Zielgebiet. Das heißt, ihr macht unterwegs im Auto noch möglicherweise Planänderungen, dass ihr nochmal woanders hinfahrt? Ja. Oder? Also, weil sich ändert sich, das ist so dynamisch, dass es sich ändert. Ganz genau. Es kann sich sogar noch am gleichen Tag das Zielgebiet nochmal verschieben. Das ist dann nicht mehr grundlegend anders, aber vielleicht müssen wir noch mal 100, 200 Meilen weiter oder doch kürzer oder ein Stück weiter nach Westen, ein Stück weiter nach Osten. Du fährst die weiter bis in den Ort und dann nach links gleich an der ersten großen Kreuzung zum Highway, der wieder nach Süden führt. Also jetzt nicht hier rechts, sondern geradeaus in den Ort rein. Aber das packt man niemals. Die ist noch viel, viel schneller. Wir können ja hier jetzt noch mal kurz stehen bleiben. Das versuchen wir die ganze Zeit auf dem Schirm zu behalten, auf dem Weg dahin, damit wir nicht erst da ankommen und sagen, oh, hätten wir mal lieber nachgeguckt. Das ist also permanente Beobachtung, also ist dann schon für ein Wetter da. Und oftmals heißt es danach dann, wie oft, auch wie beim normalen Landschaftsfotografen, wir warten auf die Gewitter, dass sich die entwickeln. Beim Landschaftsfotograf, der wartet dann aufs gute Licht. Genau. Und da ist Geduld dann gefragt. Und sobald dann die ersten Gewitter losgehen, dann heißt es für uns auch wieder ab auf die Straße und dann entweder ran ans Gewitter und wenn wir ein bisschen falsch lagen, hinterher. So, ne? Je nachdem. Und wann endet so ein Tag? In der Nacht? In der Nacht eigentlich. Also ich meine, wir sind ja meistens so zwischen Mitte Mai, Mitte Juni da. Sonnenuntergang ist ja meist so um 9 Uhr rum. Mhm. Dann, wenn sich's anbietet, nehmen wir noch Blitze mit, die dann halt dann in der blauen Stunde dann richtig gut zur Geltung kommen. So, die Wolken so ein bisschen zum Vorschein bringen, ne? Auch, genau. Du siehst auch noch ohne die Blitze noch die Wolkenstrukturen vielleicht noch in der blauen Stunde. Ja. Aber Blitze werden deutlich mehr sichtbar. Ja. Dann gehen wir da auch noch mal ganz gerne drauf. Ne? Also, und dann, je nachdem, wo wir dann stecken, kann es dann auch sein, dass wir noch 1-2 Stunden zum nächsten Hotel fahren müssen. Ja. Kann aber auch mal sein, dass dann die Blitzfotografie dann auch noch so bis 12, 1 Uhr auch noch mal andauert. Sind manchmal sehr, sehr lange Tage. Okay. Ja. Schon mal in eine gefährliche Situation gekommen? Also wo du wirklich sagst, kritisch? Nein. Sag mal so, das war ich würde sagen, es war unangenehm, aber grundlegend würde ich jetzt erstmal sagen, das gefährlichste an der Nummer, wenn man weiß, was man da tut. Man sollte schon ein bisschen meteorologische Kenntnis haben und schon ein bisschen Ahnung davon haben, wie wie gefährlich so ein Gewitter sein kann. Ja. Also es schaffen auch immer wieder solche Gewitter in die Nachrichten bei uns in Europa, weil es richtig schlimm war. Also wir unterschätzen davon es nicht. Aber ich sage mal so, das grundlegende, das Gefährlichste an der ganzen Nummer ist immer noch Autofahren. Mhm. Autofahren ist immer noch meiner Meinung nach das Gefährlichste Nummer eins. Mhm. Na, man bewegt sich viel im Auto. Wir fahren in 3-4 Wochen 15.000 bis 20.000 Kilometer teilweise da drüben. Das heißt also, und Müdigkeit ist ein Faktor? Und allgemein, ein anderer Verkehrsteilnehmer, der Unfälle passieren. Aber Straßenverkehr ist meiner Meinung nach trotz der dünnen, also der wenigen Menschen da drüben immer noch das Gefährlichste, gefolgt dann von Blitzen bei der Nummer. Aber das kann man, sage ich mal, Blitze gehen natürlich nicht einfach, also klar gehen die auch mal einfach irgendwo an einem Gewitter runter, aber wir stehen ja am Rande eines Gewitters. Wir gehen ja nicht ins Gewitter rein, dann da ist ja nur Regen und sonst was und Wind, da siehst du, das wird ja kein gutes Foto. Ja. Na, aber das ist trotzdem, ein Blitz kann sich auch mal überraschen, ist zum Glück noch nie was passiert und war noch nie extrem brenzlig, aber
Ist eine Sache, die ein bisschen, sag ich mal, mit Risiko behaftet ist. Natürlich auf dem heimischen Sofa ist es immer sicherer als das. Na klar. Aber ich sag mal so, die brenzligste Situation oder die unangenehmste Situation war vor mittlerweile auch 11 Jahren, als wir mal einen relativ großen Hagelschlag reingekommen sind. Da hatten wir dann Hagelbrocken so von gut so 8-9 Zentimeter, 7-9 Zentimeter Brocken waren das. Okay. Und die prasselten dann auf uns ein. Wir waren zum Glück im Auto. Mhm. Also auf den Kopf willst du sowas nicht bekommen. Das kann dann doch schon mal ganz, also auch mal anders dann ausgehen. Ja. Aber Windschutzscheibe ist drin geblieben. Von unseren Freunden, die hinter uns in ihrem Auto waren, die Windschutzscheibe war kaputt. Okay. Das aber war, Splitter hattet ihr oder auch nicht? Nein. Wir hatten Glück. Aber die Karosserie sah danach nicht mehr ganz so gut aus. So, also, wir hatten, also die hatten halt, die Scheibe von den Freunden war gerissen, aber die konnten weiterfahren. Aber das wäre dann eine Nummer, wenn die Scheibe wirklich ganz kaputt geht, du kannst nicht mehr weiterfahren, das Gewitter zieht noch auf dich zu. Oh ja, okay. Dann kann das Gefährlichste danach halt erst noch kommen. Mhm. Das ist so die Sache, warum wir auch mit Hagelschlag, im Auto geht das eigentlich. In, ja, ja. Ne, aber da willst du dann auch nicht in die Situation kommen, dass der Hagel dich hindert am Weiterfahren und dann erst das Gewitter wirklich dann noch schlimmer wird oder gegebenenfalls noch ein Tornado dann auch noch kommt, dann kann es natürlich dadurch noch deutlich gefährlicher werden. Ist, war eine einmalige Sache bisher, muss man sagen. Aber wie gesagt, Straßenverkehr war, wenn echt bis jetzt, wenn dann mal das brenzligste, gerade wenn viele Chaser auf den Straßen unterwegs sind, einer fährt mal schnell vom Straßenrand wieder in den Highway rauf, achtet nicht sich. Alles schon da gewesen, ja. Gab auch schon Unfälle, deswegen nicht bei uns, aber alles schon gesehen und erlebt. Deswegen passt beim Autofahren auf. Ja, das habe ich egal auch, wobei. Das habe ich auch gesehen. Es waren, als wir damals unterwegs waren, auch einige Chaser, die dann wirklich ordentlich Gas gegeben haben. Ja. Und ja, da muss man aufpassen. Ja. Harakiri oder was Unbedachtes kann dann da mal schnell, auch mal schnell. Also, ja, und selbst wenn es nur ein Autoschaden ist, ne? Eben. Also, dann ist die Tour ja auch beendet, in Anführungsstrichen. Es kann einfach nur ein blöder Unfall passieren. Ja, klar. Das willst du auf so einer Tour nicht. Niemand will seinen Fototrip, sei es jetzt beim Wetter oder Landschaft, mit einer Verletzung beenden oder frühzeitig abbrechen. Das will ja keiner. Ja. Du willst am nächsten Tag weitermachen. Dann geht es hoffentlich richtig von vorne wieder los. Das heißt, ins Motel, Akkus laden, pennen. Alle Akkus laden, auch deinen eigenen. Dann ist der Tag zu Ende. Ja, genau. Okay, womit fotografierst du aktuell? Nikon D850. Ja. Aktuell noch. Dieses Jahr wird noch Zuwachs kommen mit der Z6II. Mhm. Dann wird die Nikon als Zeitrafferkamera dann ihren Dienst weiter verrichten und dann, ja. Okay. Genau, also ansonsten normal. Also ich fotografiere trotzdem eigentlich mehr für die Landschaftsfotografie dabei, aber generell auch das 70 bis 200 von Nikon. Das 2,8er auf jeden Fall auch immer mit dabei. Das ist dann, ja, beim Stormchasing kommt es relativ selten zum Einsatz. Da wollte ich gerade fragen, da willst du doch wahrscheinlich viel Weitwinkel haben. Ich will viel Weitwinkel haben, ja. In der Regel habe ich das 16 bis 35er Nikon dran. Ja. Und das Laowa 12 mm, oh ja, okay, 2,8. Das ist dann für die, wenn es wirklich so ein richtig großes, dickes, gutes, tolles Gewitter ist, schon sehr nah ist, ist das eigentlich eine super Linse dafür. Also diese 12 mm haben mir da schon oft gute Dienste geliefert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade wenn es echt, die Ausmaße von den Gewitzen sind manchmal echt enorm. Und die kriege ich mit 16 mm, da bleibt mir dann manchmal nur noch ein Panorama. Ich wollte gerade fragen, machst du auch Panoramen, ja? Ja, manchmal, weil es muss auch schnell gehen, weil die ziehen ja auch. Also eine Linse wechseln ist dann manchmal nicht. Ja, du hältst die leicht an, dann kommt noch das Problem dazu, welchen Vordergrund nutze ich gerade? Dann, richtig. Ja, ich muss jetzt mit dem arbeiten, was gerade wirklich vor dir liegt. Kannst du ja es oft gar nicht so richtig aussuchen, weil du hast vielleicht nur 2-3 Minuten Zeit anhalten, ein Bild machen und direkt weiter, weil du sonst das Pech hast, dass du vielleicht schon im Gewitter drin hängst. Und du willst ja nicht rein. Du willst ja in der Regel davor bleiben, um dann nochmal stehen zu halten. Also eigentlich immer so ein Stop and Go, nennen wir das oftmals so. Du fährst vorne weg, hältst an, lässt das auf dich zukommen, machst deine Fotos. Wenn es zu nah ist, fährst du weiter und so fort und so weiter. Ne? Ja, vor allem die Strukturen verändern sich ja auch. Das ist mir aufgefallen. Ja. 20 Minuten später, die gleiche Zelle sieht plötzlich komplett anders aus. Ganz genau. Also das Gewitter ist wirklich wie so ein lebender Organismus. Es ist. Und das macht den Reiz auch aus, ne? Ja, weil dass du es halt gar nicht planen kannst. Und du im Prinzip, du kannst nur das nehmen, was du kriegst und es natürlich versuchen, unter optimalsten Bedingungen. Genau, du kannst zwar vielleicht jetzt sagen, welcher Gewitter, also als Meteorologe kannst du vorher sagen, welcher Gewittertyp an diesem Tag wahrscheinlich entstehen wird. Ja. Wie er dann aber letztendlich aussehen wird. Ja. Dann kommt noch die Tageszeit. Ist das Gewitter auch eher so Richtung Sonnenuntergang aktiv und in ihrer besten Wolkenstruktur? Ja. Ist natürlich super. Ne, also auch so das Licht um den Sonnenuntergang ist auch für uns Wetterfotografen interessanter, als wenn das Gewitter jetzt mittags um 2 unterwegs ist. So. Das spielt da auch eine große, große Rolle.
Ne? Also, wenn es Richtung Sonnenuntergang geht, das ist mir auch aufgefallen, dann hast du so die Sonne noch so ein bisschen am Horizont. Ja. Aber dann gibt es unter den Wolken nochmal ein ganz anderes Licht und so. Dann ist ja auch Regen davor und so Geschichten. Genau. Das Licht wird dann diffuser und dann, also gerade durch die tiefstehende Sonne und sowas, sondern viel mehr Licht, vom Winkel her durch das Gewitter durchgehen kann. Das macht schon viel, viel, viel aus. Also ich habe selten so heftige Farben erlebt wie deswegen liebe ich die Plains. Also die Great Plains, da wo wir immer unterwegs sind wegen den Gewittern, ich weiß nicht, haben wir eben ja nur kurz angerissen, ist also jetzt ganz grob das Gebiet, also wirklich grob zwischen, also östlich der Rocky Mountains, westlich des Mississippis, wobei das dann am Richtung Mississippi nicht mehr Great Plains sind, aber das ist so das grobe Gebiet, wo wir unterwegs sind, und zwischen Kanada und Mexiko. Das heißt Colorado, Kansas, Oklahoma, Texas, Nebraska. Und meine Lieblingsorte sind eigentlich das östliche Colorado, westliches Kansas. Mhm. Und dann eigentlich irgend so, weil der Streifen Nord und Süd davon, also ins Texas Panhandle rein, östliches New Mexico und Wyoming. Ja, Wyoming, Montana, dann hast du ja noch so ein bisschen Berg und sowas. Ja, Montana ist richtig toll, South Dakota ist richtig toll dafür. Also dieser Streifen, also so ein schmaler Streifen da, wo sie also so grob so knapp östlich der Rockies eigentlich dann so dieser Streifen. Jetzt hast du ein Buch rausgebracht mit Adrian Rohnfelder zusammen. Ich zeige das mal einmal gerade hier in die Kamera. Ich hoffe, ich verdecke den Dennis nicht. Also, das ist Himmel und Hölle, die Faszination extremer Naturereignisse. Ich habe gerade schon mal kurz reingeguckt. Das ist sehr, sehr spannende Bilder, sehr eindrücklich. Ich würde sagen, während wir darüber quatschen, blende ich einfach mal ein paar Bilder ein. Ist, glaube ich, einfacher, als jetzt das Buch hier zu zeigen. Was erwartet den, abgesehen von den Bildern, die wir zeigen, was erwartet den Käufer, Leser? Ich denke, was dem Käufer erwartet, ist aus die Sicht, also unsere Leidenschaft für die Faszination dieser Naturereignisse. Also der Adrian, mit dem ich das Buch zusammen gemacht habe, der macht quasi das Gleiche, was ich mache mit Vulkanen. Ja, okay. Und wir haben noch eine gemeinsame Leidenschaft, das sind die Wüsten. Mhm. Also, Entschuldigung, wenn man so will, extremes Klima, auch extremes Wetter da, aber extrem geprägt, also extreme Landschaften, die durch Wetter und Klima geprägt sind. Entschuldigt, dass ich ein bisschen huste. Ich habe Heuschnupfen und es ist die Zeit. Es ist Frühling, Es geht langsam wieder los. Deswegen, das ist so unsere gemeinschaftliche Disziplin quasi mit den Wüsten, dass die dann noch zu tragen kommt. Für mich natürlich als Meteorologe und Wettermann die Extreme, dass du da auch mal die Hitze hast, aber auch, dass die Landschaft durch das extreme Klima auch so geprägt ist. Mhm. Das hat mich immer schon fasziniert. Und der Adrian kam, weil viele Vulkane auch in der Nähe von Wüsten sind, die musste er durchschreiten, um dann zu seinen Bildern zu kommen. Da wuchs dann seine Leidenschaft für die Wüsten. Und deswegen ist auch auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen komisch. Wetter, Vulkane, Wüsten. Erstmal so, ist vielleicht ganz cool, aber warum das zusammen? Also der Adrian jagt quasi Vulkane. Mhm. Wenn sie da stehen. Genau, auch wenn sie da stehen, aber der muss auch den Moment dann jagen. Und jeder Ausbruch ist anders. Und ich jag das Wetter und das sind so zwei extreme Naturphänomene. Und was wir halt, und ich denke, das kann der Leser auf jeden Fall warten, was wir daran so faszinierend finden, die Schönheit, die in den Bildern dann rüberkommt eigentlich. Dass das auch nichts Schlimmes ist eigentlich, obwohl es auch Vulkanausbrüche auch negativ behaftet sind, extrem Unwetter auch. Aber dass sie auch gewaltig und schön sein können, dass das einfach auch ein Naturphänomen ist, was einfach zu dem Planeten, genauso wie ein toller Berg oder eine tolle Küstenlinie, eine tolle Landschaft allgemein dazugehören. Ja. Das ist eigentlich genauso Natur. Ja. Also hier habe ich zum Beispiel ein Bild mir rausgesucht vom Death Valley. Das finde ich, wo du gerade sagst, Schönheit, das ist ja wirklich eigentlich, ich blende mal gerade ein paar Behind-the-Scenes Ausschnitte ein, die hat der Dennis mir zur Verfügung gestellt, wo ihr da oben dicht bepackt mit den Stativen steht, der Sandsturm pfeift um euch rum. Sollte man bei dem Bild gar nicht meinen. Ne? Das Bild ist einfach wirklich richtig pure Schönheit. Aber dass das eigentlich unter widrigsten Bedingungen entstanden ist? Ja, die Bedingungen waren schon. Also beim Fotografieren war es auch echt blöd. Es war später am Abend, war es noch blöder, weil die Zelte dementsprechend aussahen. Da haben wir dann nämlich noch Sand da rausgeschippt teilweise. Ja. Und wir hatten den Sand überall hängen. Ich finde heute noch Sand teilweise. Das glaube ich. Also gerade speziell das Bild, das war mein 7. Aufenthalt im Death Valley insgesamt. Und ich habe es immer darauf angelegt, dass ich ein Bild mit Wind in den Dünen haben möchte. Ja. Zum Sonnenuntergang. Ja, das ist krass. Und eigentlich, wir gucken da jetzt genau Richtung Sonnenuntergang. Wir sehen jetzt da bloß quasi keinen Horizont, weil direkt dahinter nochmal eine knapp 3000 Meter hohe Bergkette hängt. Deswegen ist das da auch wieder so dunkel. Aber das Licht streift noch gerade über diese Berge drüber in die Dünen hinein. So gerade ebenso noch. Und der Wind peitscht den Sand halt hoch und bringt die ganze Szenerie dann halt so zum Leuchten.
Und nach 7 Versuchen, ich weiß noch, wie wir da waren, dann hieß es plötzlich, morgen gibt's Wind. Und dann war ganz direkt klar, ab in die Dünen. Versuchen. Hm. Wir müssen das versuchen machen. Wir waren so happy, dass es dann endlich geklappt hat. Ein Kumpel, der mit mir dabei war, das war sein erster Trip dahin, hat es natürlich direkt im ersten Anlauf dann gehabt. Ja, okay, so, aber so ist das manchmal. Aber es war so ein cooler Tag und so ein cooler Moment. Aber wir haben schon danach unsere Wunden lecken müssen. Also das Equipment hat durchgehalten. Funktioniert auch bis heute noch. Also alles gut. Also Nikon hat da gut durchgehalten. Hast du dann irgendwie einen Glasfilter vom Objektiv oder... Das war der Wind kam zum Glück von der Seite. Das Objektiv selber war nicht so schlimm. Es waren dann eher die Einstellräder für Blende, Belichtung und sowas. Die haben dann ein bisschen, da musste ein bisschen ran. Stativ mussten wir am nächsten Tag wirklich komplett zerlegen, sauber machen. Mhm. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das war jetzt kein Sand in dem Sinne. Also es ist Sand, aber noch viel feiner. Mhm. Also Löss, sagen die Geografen dazu, so fein war das. Und das geht in jeder. Also schon Staub fast. Es war, ja. Und brutal. Okay. Was da überall Sand hing. Aber also es hat sich definitiv gelohnt. Der Rückweg zum Auto war toll. Im Gegenwind dann noch 3 Kilometer bis zum Auto zu latschen, das hat Spaß gemacht. Nicht. Nein, also es hat sich absolut gelohnt. Das Erlebnis auch dabei, da drin zu stehen, auch wenn der Staub einen genervt hat und es war dreckig dann überall und so weiter. Das Erlebnis, das ist eigentlich ja auch das Erleben dieser Momente. Ja. Also nur das Bild ist das eine. Ja. Aber das Erlebnis von diesem gesamten Tag davon gehört für mich dann auch absolut noch mit dazu. Und ich, absolut. Ja klar, wenn man die Geschichte erzählen darf, wie jetzt bei dir, danke dafür, ist das natürlich auch toll. Aber ich verbinde mit jedem Bild eigentlich auch immer, ich habe den ganzen Tag, was da so passiert ist, wo wir da waren, sowas, das verbinde ich da auch immer mit dabei. Du solltest einen YouTube-Kanal starten, dann könntest du das noch im Hintergrund zeigen. Ja, das stimmt. Über dem Bild bin ich auch noch hängen geblieben. Das ist wahrscheinlich vom Adrian, ne? Das hat der Adrian geschossen. So, ich hatte das irgendwo als Promo-Bild gesehen, hast du gedacht, so, ja, ist eine coole Fotomontage. Da haben sie so Dennis Stormchasing mit Gewittern und einen Vulkan zusammengepackt. Schon eine gute Idee. Könnte man meinen. Das Bild ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bild schon entstanden ist, wo Adrian und ich uns noch nicht mal kannten. Also dieses Bild ist echt. Das Bild ist echt. Schon krass. Das ist wirklich... Ja. Und da bin ich auch... Das sieht so unecht aus. Also das ist echt heftig. Da bin ich auch recht scharf drauf, das sowas mal selber zu sehen. Ja, das werden wir demnächst bei Dennis irgendwann beim Instagram. Also folgt ihm auf jeden Fall. Irgendwann werdet ihr sowas da sehen, da bin ich mir sicher. Wenn er sowas erzählt, dann macht er das auch. Der Adrian muss mich einfach mal mit zu einem Vulkan nehmen. Früher oder später. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Ziel. Ja, Adrian natürlich auch folgen. Der macht auch richtig krasse Sachen. Ja, also unbedingt. Also wenn ihr auf Natur extreme steht und Vulkane... Also ihr seid dann echt so zwei richtig extreme Vögel. Ich das so sagen ja, darf. Wie gesagt, eben, das, also wir da haben sich zwei gefunden, gesucht und gefunden. Und ja, nee, das ist auch Vulkanausbrüche können quasi Gewitter auslösen, wenn man so will. Die Aschewolke, die aus dem Krater aufsteigt, erzeugt dann auch Reibung und dadurch Ladung und da entladen sich dann auch hin und wieder mal Blitze. Und wenn das natürlich dann in der Dunkelheit passiert, dann kann das sehr spektakulär werden. Ja, und ich meine, also ich hoffe, Adrian, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber. Ich meine, es war jetzt in Japan ein Vulkan, wo ihr euch wirklich auch extra deswegen auf die Lauer gelegt hattet, um genau das auch zu bekommen. Tja, es ist euch auf jeden Fall gelungen. Das finde ich auch ein wahnsinnig schönes Bild. Und, Hammer, unglaublich. Aber es beschreibt auch unsere beiden Leidenschaften zusammen auch ganz gut. Ja, und dann, genau, hier bin ich noch hängen geblieben. Das hast du genannt Heinsberg. Heinsberg hier um die Ecke. Das heißt, solche Zellen kriegt man auch ab und an mal hier, ne? Das kriegt man auch ab und an mal hier, klar. Also auch hier geht viel. Auf jeden Fall. Na, natürlich, also ich sag mal so, selten in den Ausmaßen und der Intensität wie jetzt in den Vereinigten Staaten, aber dass man auch hier tolle Bilder bekommt, keine Frage, das geht. Ja. Und ich habe schon sehr viel aus Deutschland gesehen, wo ich sage, da wäre ich auch gern dabei gewesen, das zu sehen. Aber das geht auch hier, natürlich. Also Licht ist da auch wieder viel und ein bisschen Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Ja. Richtige Zeit am richtigen Ort. Es gibt ein Bild von dir, das mir auch sehr gut gefällt. Ich glaube, das ist das. Ja, das, das auch. Bist du, ne? Ja, weil es einfach, zum einen ist es halt, ist ein geiles Bild, aber es ist halt auch irgendwie so einfach ein Making-of und es zeigt irgendwie so dieses, ich kann mir richtig vorstellen, wie der Wind hier durch die Gräser kommt so langsam und warme und kalte Luft wahrscheinlich so ein bisschen. Und so langsam deswegen hast du die Jacke nämlich schon an. Und ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt im Video genau sieht, aber wenn man genau hinguckt, man sieht, wie die Jacke an meinen Rücken dran gepresst ist. Man sieht es auf dem Foto auf jeden Fall. Es waren fast Orkanböen zu dem Zeitpunkt da. Die Richtung dieses gigantischen Gewitters geströmt sind zu dem Zeitpunkt. Ja. Es war
also das war eins meiner Top 3 Erlebnisse eigentlich in Amerika. Und zu dem Punkt. Genau, und glaub, das ist dann das. Das ist dann später. Ist ja im Prinzip fast das. Es ist ja am gleichen Ort sogar. Ja. Ich habe mich keinen Leoti. Meter zwischen diesen beiden Fotos bewegt. Leoti in Kansas? Leoti in West Kansas, ganz genau. Zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen, glaube ich, um die 25, 30 Minuten. Ach, so wenig nur. Okay. So wenig, genau. Krass. Und ich habe mich, wir haben uns keinen Meter bewegt. Das Gewitter blieb da an Ort und Stelle stehen. Aber da sieht man auch mal wieder, wie schnell, wenn sich das Licht ändert, wie das anders dann aussehen kann. Ja. Und auch die Form des Gewitters sich in der Zeit wieder ein bisschen verändern kann. Aber das insgesamt haben wir, und das war in diesem Sinne keine Gewitterjagd oder Stormchasen, an dem Tag war es eigentlich ein Beobachten. Mhm. 4 Stunden lang standen wir an Ort und Stelle und das Gewitter blieb da auch stehen. 4 Stunden am Stück. Es waren die meteorologischen Bedingungen, die das Gewitter an Ort und Stelle verharren ließen. Okay. Aber trotzdem strömte direkt über den Erdboden in Orkanstärke die ganze Zeit Wind in dieses Gewitter hinein. Und es drehte sich einfach auf dieser Stelle. Es gab auch über die ganzen 4 Stunden verteilt 2 Tornados auch noch, die jetzt nicht so fotogen waren, aber es waren welche da zu sehen. Das war wirklich ein sehr beeindruckendes Schauspiel. Ich zeig mal einfach 2 Tornado-Bilder noch von dir, die ich auch sehr spannend fand. Auch ist beides auch der gleiche Tornado sogar. Ja. Okay. In dem Fall sogar. Einmal von vorne, einmal von hinten. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel aus dem Buch spoilern, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Einfach nur mal, Dennis ist auch ein normaler Landschaftsfotograf, zwar ein sehr guter. Also der macht auch einfach mal, wenn nicht die Welt um ihn herum explodiert, macht er auch mal einfach richtig geile Weitwinkelaufnahmen. Das ist irgendwo Alabama Hills, glaube ich, ist das, ne? Das sind die Alabama Hills, genau, in Kalifornien. Also mega, mega Platz. Also eine Spielwiese für Landschaftsfotografen, kann ich nur sagen. Habt ihr mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Bild auch mal gesehen. So, na, aber ist einfach mega da. Und das hast du wahrscheinlich mit einem richtig krassen Weitwinkel gemacht, ne? 12, genau, das ist mit dem, was wir eben schon mal angesprochen haben. 12 mm Laowa ist das, genau. Und dann einfach richtig krass runter. Extreme Perspektive, Vordergrund voll rausgearbeitet. Genau, Fokus-Stack offensichtlich musstest du da machen. Ich war sehr nah am Felsen dran. Mhm. Ich glaube in dem Fall waren es 4 Bilder ausnahmsweise mal. Das sollte erreichen. Naja, aber genau. Ja, ist ein sehr cooles Bild. Also ich würde sagen, mehr zeigen wir jetzt hier auch nicht, denn das lohnt sich, das Buch einfach mal sich zu besorgen. Und wenn wir gerade dabei sind, du hast netterweise ein Buch, also nicht dieses, das ist meins, das nehme ich mit nach Hause. Aber du hast netterweise gesagt, dass du ein Buch zur Verlosung bereitstellst. Genau, genau. Und dann würde ich sagen, schreibt einfach unten in den Kommentar Buch, weil mir fällt jetzt nichts Besseres ein und nicht alle wollen immer an der Verlosung teilnehmen. Und jeder, der Buch reinschreibt, nimmt automatisch daran teil. Bis wann das genau läuft, schreibe ich unten rein oder blende ich ein. Müssen wir gleich noch mal kurz abstimmen. Weil das Buch kommt jetzt Ende März auch raus. Es kommt jetzt Ende März raus, genau. Wir haben unsere Exemplare jetzt, also der Adrian und ich haben unsere Exemplare diese Woche jetzt schon bekommen. Also jetzt Ende letzter Woche schon. Und, das heißt, wo kriegt man sie? Bei Amazon und Co.? Aber auch bei euch direkt? Auch bei uns direkt, was uns auch sehr lieb wäre. Also wenn einer eins haben möchte, einfach uns anschreiben. Okay. Ich denke mal, den Link zum Bestellen können wir mit einfach unten rein. Können wir unten mit reinschmeißen. Ja. Oder ihr schreibt uns einfach auch an, wie ihr das möchtet, gerne. Oder ansonsten geht zu eurem lokalen Buchhändler. Du kriegst es überall im Buchhandel, aber geht zu dem Kleinen, wenn ihr es haben wollt. Genau, und dann bleibe ich auch noch ein bisschen erhalten. Genau, weil das ist bei denen ja, die freuen sich dann auch drüber, ne, weil bei den großen üblichen Verdächtigen. Ja, die ziehen sich ja wahrscheinlich ordentlich was an. Ja, eben. Und vor allem ist dann auch für den Verlag cooler, wenn die das auch über die Kleinen machen, haben die auch im Endeffekt mehr von. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das direkt bei uns macht, dann können wir euch auf Wunsch auch noch ein bisschen was mit ins Buch reinschreiben. Wie zum Beispiel hier so eine nette Widmung. Ja. Genau. Dennis, ich danke dir, Himmel und Hölle, Dennis Oswald, Adrian Rohnfelder oder umgekehrt. War sehr cool, danke für deine Einblicke, danke für deine Zeit. Danke, dass Hat Spaß wir uns gemacht. Getroffen haben, ein bisschen gequatscht haben. Und irgendwann führen wir das nochmal fort, vielleicht mal in den Plains oder so. Da kannst du einen Wurf lassen, das machen wir auf jeden Fall. Sehr gutes Schlusswort. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.